Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pumping Simulator. Tatsächlich nehmen wir diese Folge sogar am gleichen Tag auf, nur um einiges später. Also wir hatten ja irgendwie abends angefangen gehabt, ne? Das war ja so um, ich glaube, 18 Uhr. Und jetzt haben wir aber auch schon wieder 0.36 Uhr. Es freut mich aber auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe ja gerade mit meinem Chat so ein bisschen über Schulzeit gesprochen und keine Ahnung, wie Lehrer uns auch generell so verändern und uns was mit auf den Weg geben können, aber auch genau das Gegenteil bewirken können, indem sie uns das Leben zur Hölle machen. Ja, aber es ist jetzt schon wieder so spät geworden, deswegen wollte ich ja auch nochmal in den Pumping-Simulator reinglupschen. Und wir haben gerade 0.20 Uhr, was tatsächlich sehr passend ist. Und wir hatten aufgehört in der letzten Folge, wir haben nämlich unsere Tanke ausgebaut, also wir haben jetzt ein neues Hauptgebäude, was wirklich sehr sexuell geil aussieht, wie ich finde. Sehr erregend, definitiv. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal ein bisschen weiter. Ich kaufe noch mal ein paar Sachen ein. Ach guck mal, hier kommen ja unsere Arbeiter angelaufen. Ich kaufe noch mal ein paar Sachen ein und dann gehen wir schlafen und dann beginnen wir einfach mal einen neuen Tag. Was ist das für ein Simulator? Pumping-Simulator. Man hat eine eigene Tankstelle, die man bewirten muss. So, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall alles, was generell nicht gekühlt... Ne, warte mal, wir haben ja jetzt auch... Ich wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt auch viel mehr Kühlplatz. Okay, ja, nee, dann kaufen wir nochmal alles so ein bisschen, wenn wir das Geld dafür haben. Denn wir haben jetzt wieder sehr, sehr viel Kühlplatz. Das muss ja sofort eigentlich ausgenutzt werden. Hier Sandwiches und Wasser muss, glaube ich, gekühlt werden. Oder muss das gekühlt werden? Ich bin mir nicht sicher. Bier, Butter auf jeden Fall. Und jetzt wird es auch schon knapp mit unseren Artikeln. Das ist zu... Nee, das geht. 941. Jetzt sind wir arm, Chat. Jetzt sind wir arm. Jetzt haben wir 19 Dollar. Was kaufen wir uns davon? Regabe, einen wunderschönen guten Abend. Was kaufen wir uns denn davon? Bist du auch jemand, der die Schulzeit rückblickend vermisst, obwohl man während der Zeit so null Bock darauf hatte? Also ich muss sagen, ich vermisse ein paar Sachen aus der Schulzeit, definitiv, ja. Also ich hatte auch sehr harte Phasen, sage ich jetzt mal. Aber ich vermisse meine Unbeschwertheit, die ich in vielen Dingen hatte. Weil da war ich jemand anderes noch, sage ich mal. Und, die Zeit mit meinem besten Freund auch, als er dann irgendwann in meine Klasse kam und so, das war... Wir haben so viel gelacht. Wir haben so viel Scheiße gebaut. Davor war sehr anstrengend. Und da habe ich auch echt hart Probleme gehabt, aber... ab da an, wo ich dann älter geworden bin und so... Ich war... Ich weiß nicht, Mann. Das war... Wir haben einfach eine sehr, sehr schöne Zeit, in dem wir einfach sehr viel gelacht haben. Ja. Wir haben so viel Müll gemacht. Wir haben immer die... Wir haben gefühlt jeden Tag einfach nur uns darauf gefreut, die Schule unsicher zu machen. Und, ja, das ist wirklich was, wo ich sage, ja, das war schön, ja. Alter, wie viel Soda habe ich gekauft? Ach du Scheiße. Ich fahre am Samstag mit meiner besten Freundin mit dem Bus nach Italien für 10 Tage. Freue mich so sehr auf das heiße Wetter. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Currywurst Pommes ist noch drin. Boah, da hätte ich jetzt Bock drauf, Mann. Currywurst Pommes wäre geil. Chat mit Ausrufezeichen NPC. Oh ja, wir haben ja die Drogen hier drin, ne? Ja, Chat, also da müsst ihr mich unbedingt dran erinnern. Wenn der Polizist kommt, ne? Wir müssen sofort die Drogen rausnehmen, weil sonst haben wir ein ganz großes Problem. Ich kann ihn nicht rausholen. Ich kann ihn nicht rausholen. Hatten wir noch irgendwo... Alter, was ist das für ein Timing? Hatten wir noch irgendwo welche? Ich glaube, es reicht, wenn wir die einfach nur hier nebenlegen, ne? Alter, was ist denn das für ein Timing gewesen? Hatte ich noch irgendwo welche? Hello. Nee, wisst ihr was? Nachher räumt er das... Nee, wobei, ich habe das ausgemacht. Ich wollte gerade sagen, nachher räumt er die irgendwie jetzt ein. What's up? Wo ist er? Wo ist der Ganove? Da kommt er. Es ist nicht das, wonach es aussieht, was ich hier gerade in meiner Hand halte, Herr Officer. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Nein, er sieht meine Drogen! Es sind keine Drogen! Es sind keine Drogen! Er sieht doch meine Drogen! Das sind keine Drogen! Das sind wirklich keine Drogen! Scheiße, Chat, wir müssen nach Hause fahren oder so. Wir müssen weg! Das sind keine Drogen, ich verspreche Ihnen das. Oh, scheiße, wir müssen weg.
Wir müssen weg, Chat. Wir müssen weg. Unser Schneemann liegt auf dem Boden. Ja, irgendwie jedes Mal, wenn ich den Safe lade. Scheiße, laufen wir immer noch hinterher. Du kannst sie auch nach Hause schicken. Warte mal, was haben wir denn hier? Ist das die Stadt? Alter, hier ist die Stadt. Oh mein Gott, die sieht aber... Alter, hier wohnt doch keiner mehr, oder? Nichts Illegales gefunden. Geht doch. Ah, hier kann man Autos kaufen. Geht doch. Wollte gerade sagen. Warte mal, heißt das, wir haben schon ein Weed-Dingen verkauft? Chat, hatten wir das verkauft, das andere Päckchen? Also, weil das ist ja weg. Easy, wir hatten ihn abgehangen. Sehr fleißiger Polizist. Ja, der ist auch uns ziemlich lange hinterhergelaufen. Hätte ich nicht gedacht, dass er so eine Ausdauer hat. Der sieht nicht so aus, als würde er so... Warte mal, ist der das da vorne? Das ist der sogar, der läuft da vorne noch. Chat, Junge, was ist denn das hier für eine Nacht- und Nebelaktion? Warte mal, warum ist die Tankstelle überhaupt auf um 6 Uhr morgens? Was passiert hier? Okay, ich glaube, er ist weg. Erstmal Verfolgungsjagd mitten in der Nacht an der Tankstelle. Okay, er ist abgehauen, sehr gut. Dann können wir die Drogen wieder reinlegen. So, anscheinend haben wir ja ein Päckchen verkauft. Wir hatten zwei, ne? Good morning. Junge, also hier kracht's ja komplett. Lass mal ganz kurz hier bei Mr. Farmer vorbeigucken. Wie sieht's denn hier aus? Okay, ja, das waren zwei Päckchen, glaube ich, hat uns diese eine Marihuana-Pflanze gegeben. Ja, dann würde ich sagen, dann, also wir haben ja jetzt den guten Gärtner. So, nächster Tag hat angefangen. Wunderschön. Dann würde ich doch sagen, dass wir uns noch eine Cannabispflanze besorgen, Chad, oder? Also wenn wir das Geld haben. Jetzt gerade haben wir nicht wirklich das benötigte Kleingeld dafür. Da haben wir nochmal eben eine Nachtschicht gemacht. Okay. So, dann räumen wir mal eben ein. So, hier ist voll. Das sieht gut aus. Hier ist noch ein bisschen Platz. Shadow, guten Tag. Der Gärtner kann auch Zitronenbäume machen. Ja. Aber wir müssen uns natürlich auf das illegale Etablissement fokussieren. What's up? Yoshi, du bist ein unerfahrener Straßenapotheker. Ja, so könnte man es auch nennen. So könnte man es auch nennen. Aber eigentlich möchte ich ja allen nur etwas Gutes. Ich möchte ihnen einfach nur das feinste Gras besorgen. Ist es verwerflich? Ich sage nein. Daisy, du kriegst aber kein Gras. Also an Kinder verkaufen wir aber kein Gras. Guck mal, Sari auch einfach. Einen Meter groß. Moin. So, warte mal, was war das hier? Ah, okay. Das wird wahrscheinlich unser Kollege gleich einräumen, schätze ich mal. So, Chat, ein neuer Tag beginnt. Die Tankstelle blüht. Wir haben in der letzten Folge auch hier den Tube Man aufgestellt, der uns jetzt die Kunden hier reinlockt. Hier rein, hier rein. Sehr geil. Wir brauchen Geld. Wie sieht unser Tank aus? Okay, Tank sieht sehr gut aus noch. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich bestelle einfach nochmal Essen nach, Chat. Ich will, dass unsere Regale ganz langsam, aber sicher immer voller werden. Ich will, dass das so richtig schön nach einem Laden aussieht. Ich glaube, die Nudeln mussten, glaube ich, gekühlt werden. Bier, alles muss gekühlt werden. Hier noch ein bisschen. Und vielleicht ihn hier noch. Nee, dafür haben wir leider kein Geld. Filterkaffee, da bleibt kein Geld, Chat. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Knopai fährt mit ihrem Cybertruck voran. Underdog kommt aus dem Waldle, Silly auch. Alter, hier ist hier wieder richtig was los. Guck mal, Nexus. Oh, Nexus. Ja, da müssen wir auch nochmal gucken. Ne? Die Toilette wollten wir auch noch upgraden. Ich darf doch mal ganz kurz Nexus, oder? Ja, pinkelt. Ach, du bist am Pinkeln, okay. Guck mal, er hat einfach... Was ist das hier? Ist das von dir? Nexus hat einfach es geschafft... Ach du Scheiße, Nexus, Bro, chill. Was hast du denn da gemacht? Toilette gesprengt einfach. Einfach Nexus hat das revolutioniert, auf einer Raststättentoilette auf Klo zu gehen. Er schwebt einfach über dem Klo.
Ja, heute hat das Essen geknallt, Nexus. Also das ist wirklich... Aber warum? Mach das doch bei dir zu Hause, Alter, und nicht bei mir an der Raststätte, Mann. Machst du das in echt auch? Klar, natürlich. Ich dachte, das sei normal, dass man Menschen auf Klo beobachtet. Ist das nicht normal? Junge, wie dieses Riesenpaket einfach noch aus diesen Dingen rausguckt. Ja, ja, ich hab nur vorsichtshalber, bin ich nur mal mit draufgegangen halt, ne, weil das Klo ist schon sehr gefährlich. Da muss man ja mal ein Auge drauf werfen, ne? Okay. Du kannst nicht mehr von diesem Produkt hinzufügen. Das ist schade. Okay. Frauen gehen immer zu zweit aufs Klo. Warum ist das eigentlich so? Warte mal, wir können auch mal eben unsere Glotze hier anmachen. Hat er gerade fuck you oder thank you gesagt? Kleiner Bengel. Genau dich meine ich. Nee, das war der gar nicht. Das war der hier. Ich glaube, er hat thank you gesagt. Das hat sich aber angehört wie ein fuck you. Zum Quatschen. Thank you. Es ist so wild einfach für mich, ne? Als normal denkender Mensch. Jemand andere mit auf Klo zu nehmen. Zum Reden. Das ist unerklärlich für mich. Ohne Witz. Unerklärlich für mich. Good morning. Moin. Junge, eure Autos werden immer lauter. Okay. Melina, Junge, was ist denn? Das kann doch nicht wahr sein. Wie laut sind denn diese Autos? Hilfe. Okay. So, Mr. Schneemann wurde wieder gesaved. Sportauspuff. Ja, mittlerweile einfach jeder hat einen Sportauspuff von euch. Das verstehen Männer nicht. Also ich würde mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster lehnen und ich würde sagen, auch viele Frauen verstehen das nicht. Oder? Hier an meine Ladies, die das genauso sehen. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass das viele Menschen nicht verstehen, wie man jemanden mit auf Klo nehmen kann zum Reden. Ist es so wichtig zu reden, durchgehend, dass man sogar jemanden mit auf Klo nehmen muss, wenn man mal 5 Minuten auf Klo ist? Korrekt, ich verstehe das nicht. Ich bin auch nie freiwillig mitgekommen. Warte mal, wurdest du gezwungen? Nee, ich gehe auch alleine aufs Klo, finde das unangenehm. Es gibt Männer, die verstehen das schon. Keine Ahnung, bestimmt. Ich hab noch keinen Mann kennengelernt, der zu mir gesagt hat, so, yo, ich will zusammen auf Klo gehen. Man muss weiterreden, wenn man ein Thema angefangen hat. Vor allem aber auch einfach dieses Szenario. Also gibt es denn da so No-Gos? Also stell dich mal vor, wie Nexus schwebt über der Toilette, aber euer Gesprächsthema ist so wichtig und der ist sich da so einen am Ab... Ne? Und du stehst einfach nur daneben dann als Freundin und dann so, ja, aber also Jeremy hat gesagt, der findet dich eigentlich ganz hot. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, was? Der findet mich wirklich hot und er schwebt noch so über der Toilette, Nexus. Was? Der findet mich wirklich hot? Oh mein Gott, ja, da müssen wir intensiv weiter darüber reden, während ich hier gerade über der Toilette schwebe. Oh Mann. Aber stell dir vor, du bist mit einer Gruppe Leute unterwegs und du willst mit deiner besten Freundin private Gespräche führen, die eigentlich den Rest der Gruppe nichts angeht. Ey, wie gesagt, ich kenne das nicht, ne? Also, mein Leben ist irgendwie so anders. Ja, nee, doch nicht. Mein Leben ist eigentlich gar nicht anders. Ich bin genauso. Und, wie war dein Tag so, Annalena? Hörst du? Das ist, ich bin das erste Mal jetzt Zeuge gewesen, wie das ist. Ja, es war sehr unangenehm, bin ich dir ganz ehrlich. Go! Ja, tut mir leid, Annalena, aber das war ganz schön eklig. Das möchte ich nicht nochmal machen. Oh mein Gott. Also das ist... Ihr habt aber auch wirklich keine Manieren, ne? Der Augenkontakt war insane. Intens. Ja gut, aber genauso ein Gespräch hatte ich schon mal. Nur stand sie unter der Dusche und ich einfach im Bad. Hm.
Also in der Schule werde ich oft von Freundinnen mit aufs Klo gezwungen, aber es werden eher Bilder gemacht und gequatscht. Aber nicht auf Klo gegangen. Erstmal auf Klo Fotos machen. Ja, also da... Bin ich einfach anders? Ich gehe jetzt erstmal auf Klo und ich mache jetzt erstmal schön Fotos. Ist das so ein Frauending heutzutage oder was? Ist das normal in deinem Freundeskreis, Melina, mit deinen Mädels oder was? Dass sie auf Klo gehen und Fotos machen? Es ist so faszinierend, wie manchmal, also wie unterschiedlich wir generell eigentlich alle sind, aber auf der anderen Seite sind wir auch so gleich. Aber bei solchen Sachen gibt es immer so radikale Unterschiede halt, ne? Also wie gesagt, also jedem das seine, absolut, ne? Aber für mich ist es wirklich, es ist eine Sache der Unvorstellbarkeit, jemanden mit aufs Klo zu nehmen. Das ist ohne Witz, es ist für mich unvorstellbar. Also egal um welches Thema es geht, also selbst wenn mein Kumpel mir jetzt erzählen will, dass irgendwie, weiß nicht, man seine Freundin Schluss gemacht hat, Bro, warte doch einfach kurz 5 Minuten und lass mich gemütlich kacken, weißt du? Aber lass uns das doch bitte einfach später machen. Also das muss doch nicht jetzt ausgetragen werden, das können wir doch in 5 Minuten machen. Okay. Also mein Freund checkt es auch nicht und ist voll faszinierend, ja. Also ich glaube, auch wenn ich da jetzt meine Freunde fragen würde, also wenn ich die fragen würde, ey, yo, willst du mal mit mir aufs Klo gehen? Ich glaube, die... Ich weiß auch nicht, was dann passieren würde. Ich weiß nicht mal, was passieren würde. Ich glaube, die würden mich fragen, bist du total durch? Mein Freund redet sogar mit mir, wenn er auf Klo sitzt. Ja, okay, aber das ist nochmal irgendwie was anderes, weil ich meine, du stehst ja nicht genau daneben. Du siehst ihm ja nicht zu, wie er auf Klo sitzt, sondern, naja, da ist halt eine Wand zwischen oder eine Tür. Und wenn er dann dir irgendwas sagt, so keine Ahnung, finde ich nochmal irgendwie was anderes, als wenn der jetzt neben dir chillt einfach. Oder? Haben wir uns eigentlich schon mal über die Toilettenauswahl unterhalten? Ob die erste oder die mittlere oder die letzte? Wo gehst du hin? Boah, ich glaube, das ist bei uns Männern aber generell anders wegen Pissoir. Ja, also wenn du das jetzt meinst, man macht es einfach aus Respekt, dass man nicht neben jemand anderen, also nicht neben einen anderen Mann geht. Das ist auf jeden Fall so meine Wahrnehmung. Das ist einfach irgendwie so eine goldene Regel. Du stellst dich nicht neben den anderen Typen, Mann. Das machst du nicht. Sondern man lässt dem praktisch seinen Freiraum. So. Ja, also gehst du einfach dahin, wo halt gerade niemand ist und wo du halt deine Ruhe hast, sag ich mal. Und das finde ich ist auch richtig so, weil es ist mega unangenehm, wenn du da so am Pinkeln bist und dann chillt er da einfach neben dir. Und das ist einfach unangenehm. Also das macht man irgendwie einfach nicht. Also ist meine Wahrnehmung jetzt so als Mann, sag ich mal. Kannst du aufs Pissoir gehen, wenn jemand anderes pinkelt? Ja, ist normal zu der Welt. Aber halt, wie gesagt, mit Freiraum. Also ich würde nicht an ein Pissoir gehen, wenn einfach ein Typ neben mir chillt. Schwerter kreuzen macht man nicht in der Öffentlichkeit. So, unser Lokal wird immer voller hier, der kleine Markt. Zu zweit aufs Klo gehen heißt nicht, dass man direkt daneben steht. Schulklos haben doch Kabinen. Mir ging es jetzt ums, du gehst mit aufs Klo. Ey, wenn du da eine Wand zwischen hast, wen zur Hölle juckt es? Also wie gesagt, Chat, mir ging es jetzt gerade darum, wirklich jemanden mit aufs Klo zu nehmen. Wenn da eine Tür zwischen ist und du die andere Person nicht siehst, ja, ey, das ist doch eine ganz andere Situation. Oder nicht? Das ist doch eine ganz andere Situation. Und wenn es ein Freund ist, finde ich jetzt sehr interessant. Nee, mache ich auch nicht. Also ich mache es einfach nicht aus Respektgründen, sage ich jetzt mal. Also es gibt viele Männer, die respektieren das nicht und die haben auch... Also ich meine, wir haben ja auch alle andere... Wir haben alle andere Wohlfühlzone. Es gibt halt Leute, so, die juckt das halt gar nicht, aber ich bin einfach jemand, so, ich achte darauf halt. Also ich finde es halt... Also ich für mich selber finde es einfach unangenehm, wenn da plötzlich einfach genau neben mir jemand chillt. Und...
Ja, also, ne, wie gesagt, also ich verlange es bei mir selber, aber ich würde es auch nie bei jemand anderem machen. Einfach, weil ich es halt komisch finde. Ja. Ach so, ja, nee, das mache ich auch nicht. Also nicht in eine Kabine, sondern halt mit ins Bad. Also, ja, du meinst jetzt bei so einer Schultoilette oder so meinst du jetzt, ne? Also du nimmst die Person nicht mehr in die Kabine. Ja, darum ging es mir aber. Also es ging mir jetzt nicht darum, dass du einfach, also ne, weil das ist ja was anderes. Also es ist ja genauso wie, keine Ahnung, Mann, dein Bruder sitzt auf Klo oder so und dann schreit er da irgendwas vom Klo runter. Keine Ahnung, Mann. Tausendmal schon passiert in meinem Leben, ist das Normalste der Welt für mich gefühlt. Aber jetzt wirklich bei jemandem mit in der Kabine zu chillen, während jemand auf Klo ist, das meine ich, das ist für mich unvorstellbar. Aber das andere ist, weiß ich nicht, finde ich eigentlich sehr normal sogar. Weil ich meine, dem kannst du, also es ist ja immer so, wenn du auf der Schule auf Klo gegangen bist, was du eigentlich schleunigst vermeiden wolltest, dass halt immer mal jemand draußen war halt, ne, sag ich mal. Das ist ja eigentlich fast gar nicht vermeidbar. What's up? Warst du nicht nachmittags live? Nee, das war tatsächlich eine Illusion. Das war gar nicht ich. Das war CGI, das habe ich programmiert und so und CGI gemacht und so und shit. War alles geplant. Ich habe euch hinters Licht geführt. Da lacht der kleine Bengel. Hahaha. So, Chat, jetzt haben wir richtig fett Kohle ausgegeben, aber dann ist der ganze Markt auch voll, hoffentlich. Vielleicht hat sich das bei Männern nie durchgesetzt, wegen schüchterner Blase. Ich habe keine Ahnung. Aber freue mich, dich zu sehen. Ich wollte gerade schlafen, so kann ich jetzt gut einschlafen. Ich drücke dir die Däumchen und schlaf wunderschön. Und übrigens, Elite, danke schon auch an dich für dein Follow. Das habe ich jetzt eben gar nicht gelesen gehabt. Schön, dass du da bist. Ich war einmal mit einer Freundin auf Klo, weil ich habe halt bei ihr übernachtet und sie wohnt auf einem offenen Gelände und habe ein komisches Auto auf dem Gelände gesehen. Und ich musste dann halt auf Klo und sie ist mitgekommen, weil sie Angst hatte. Okay. Ja, okay. Das ist jetzt vielleicht, würde ich auch nochmal sagen, irgendwie eine andere Situation halt, ne? Wenn die Person dann Angst hat oder so. Ey, wer schmeißt eigentlich immer diesen... Ist das einer dieser kleinen Bengel? Wer schmeißt diesen armen Mr. Schneemann immer darunter? Oder haben wir irgendwelche Erderschütterungen? Verschieben sich die Erdplatten oder was passiert hier? Das kann doch nicht angehen. Ich kann es nicht, wenn jemand neben mir sitzt oder im Raum ist, deswegen versuche ich immer die allerletzte zu sein, die geht. Hasse es, wenn zwei neben mir sitzen. Ja, also es gibt natürlich generell Menschen, die haben halt eine schüchterne Blase, generell halt, ne? Also ich würde sagen, weiß nicht, ist bei mir jetzt nicht immer so, aber wie gesagt, man, also wenn man diesen Respekt so einhalten kann und diesen Abstand, dann finde ich das schon wichtig, dass ich das mache. Gerade an so Flughafentoiletten und so. Ja. Ich hatte da mal so einen ganz unangenehmen Typen, als ich da irgendwann mal so in Urlaub geflogen bin mit meiner Family und da war mein Bruder auch noch dabei, wir haben uns auch noch krank gelacht darüber, aber irgendwie war es auch hart unangenehm. Da war einfach irgend so ein Typ, Mann, der stand einfach bitte neben mir, Junge, der hat mir die ganze Zeit auf die Nudel geguckt. Das war richtig unangenehm. Und solche Leute sind halt dann, ja, das ist dann irgendwie komisch, ne? Okay. Boah, Hammerbart, dankeschön, Mann. Ja, der wächst und gedeiht, mein Bart. Ist wirklich ein kleiner Urwald geworden bis jetzt. Bin mal gespannt, wie lange ich den noch wachsen lasse. Flughafentoiletten so eklig? Ja, safe. Aber am aller schlimmsten sind Raststättentoiletten. Oder eben diese Rasthof. Ey, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Diese, boah, Alter. Da gehst du wirklich, du gehst nur auf dieses Klo. Du atmest nur die Luft ein und du hast 20 verschiedene komische Krankheiten. Ich finde es irgendwie zu unterhaltsam zum Schlafen gehen. Achso, sollten wir uns über langweiligere Sachen unterhalten? Ich meine, ist ja auch ein wichtiges Thema, ne? So Toiletten, Flughafentoiletten, so, ist auch einfach ein wichtiges Thema. Da muss man auch mal drüber reden. Und auch da, Chat, es gibt doch in den Niederlanden oder so, gibt es doch auch diese Toiletten, die mitten in der Stadt sind für Männer, wo du dich einfach reinstellst und dann kannst du pinkeln. Die sind so, ich sag mal, so irgendwie so ein bisschen öffentlich halt, ne? Finde ich auch interessant. Ich glaube, das war in den Niederlanden. Dixi-Klo ist doch noch schlimmer. Boah, Dixi-Klo ist auch schon richtig bodenlos. Kommt halt darauf an, wo das Dixi-Klo ist halt, ne? Und 10 von diesen Krankheiten sind auch noch unentdeckt. Ja, das stimmt. Warum werde ich immer ignoriert? Ich weiß es nicht, Gamer. Ich glaube, es ist so, ich habe so einen eingebauten Filter, da ich so manche User einfach so komplett überlese und ignoriere.
Einen schönen Abend wünsche ich dir. Das gibt's hier in Hamburg auch, zum Beispiel auf der Reeperbahn. Da gibt's so Toiletten, also einfach, da kannst du einfach mal eben reinstellen und pinkeln. Mitten in der Stadt dann. Boah, das finde ich auch schon ein sehr interessantes Konzept irgendwie. Aber manchmal macht's halt irgendwie Sinn, ne, weil, naja, also manchmal muss man so hart pinkeln und es gibt halt irgendwie gerade einfach nichts, wo du hingehst, ne, also hingehen kannst. Wobei, ich meine jetzt in einer großen Stadt, ne, da kannst du ja mal eben in ein Restaurant rein oder so. Alter Chat, guckt euch das mal bitte an. Unser Shop ist einfach fast voll. Wie geil. Ich war mal in Düsseldorf am Flughafen auf dem Klo und dann eine Stunde später nochmal und dann war die ganze Wand voll. Okay, was kaufen wir als nächstes? ich bin am Überlegen, also Wasser haben wir ja jetzt erstmal so ein bisschen, was eine sehr gute Sache ist. Ich war am Überlegen, ich wollte hier gerade irgendwas holen. Oh, wir könnten das Klo ausbauen. Aber ich wollte, ich wollte eine Cannabispflanze haben. Ja, ich wollte noch zwei Cannabis, nee, drei. Ich kaufe noch, oder? Ja, ich kaufe einfach noch drei Cannabispflanzen, Chat. Ja. Hello. Drei Cannabispflanzen werden hier nochmal eben eingeshoppt, würde ich sagen. So, wie sieht's mit unserem Tank aus? Ist der eigentlich jetzt... Nee, den habe ich immer gut aufgefüllt. Sehr schön. Habe ich mich gut drum gekümmert. Wie war dein Tag? Gamer, mein Tag war total verwirrend, Mann. Total verwirrend. Wie war deiner? Ich dachte kurz, mein Stream hängt, weil du den Satz nicht zu Ende gesagt hast. Jetzt weiß ich, warum. Ja, den wollte ich jetzt nicht so ganz zu Ende lesen. Da habe ich mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen geekelt. Ja, aber so ein Vorfall, so weit, von wo habe ich das hin? Hier, glaube ich, wird das hingeliefert, ne? So ein Vorfall hatte ich aber auch mal in die Richtung. Oh, wir brauchen neues Eis. Da ich mal auf eine Toilette war und das, also ich bin da auf so eine Raststättentoilette gegangen, das war wirklich, also das war wie im Horrorfilm, die ganzen Wände voll, nur es war kein Blut. Ja, das, Chat, das sind Bilder, die brandmarken einen irgendwie auch so ein bisschen, ne? Seitdem bin ich nicht mehr derselbe, Chat. Ja, da hat sich einiges verändert seitdem. Und deswegen müssen wir bald unsere Raststättentoilette hier upgraden, denn unsere Kunden sollten nur das Beste bekommen. Ich esse jetzt nicht mehr. So, Lieferung ist da, perfekt. Und die Cannabispflanzen sind da. Uga, chaka. Chat, wir haben jetzt einfach drei Cannabispflanzen. Nee, warte mal, vier insgesamt sogar. Oh, shit. Sixteen, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin gerade aufgestanden und ich muss gleich zur Nachtschicht. Aber sonst war der Tag entspannt. Aber das freut mich, Mann. Ich hoffe, dass du eine coole Nachtschicht hast. Wartet mal ganz kurz. Okay, meine Schwester hat mir irgendwas geschickt gehabt. Ich dachte gerade, hä, was ist denn jetzt los? Übrigens, Chat, schön, dass ihr alle da seid. Ich meine, wir haben 1 Uhr morgens schon wieder und ihr Knechte habt nichts anderes zu tun, als mit mir hier an meiner Tankstelle, unserer Tankstelle zu chillen ja eigentlich, ne? Ich meine, wir treffen ja eigentlich die ganzen Entscheidungen zusammen und so. Schön, dass ihr da seid. Bedeutet mir auf jeden Fall immer sehr viel, ne? Danke euch. Hoffe, dass ihr eine angenehme Nacht habt. Chat, Ausrufezeichen NPC. Wir haben hier sehr viele Leute, die noch keinen Namen haben. Alle mal bitte Ausrufezeichen NPC in den Chat eingeben. Zack, 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 zack. Hello. Wir brauchen doch Kunden. Wo geht man denn um diese Uhrzeit noch zur Nachtschicht? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. In der Grundschule wurde damals mit Code auf den Wänden gemalt und geschrieben. Ist hier alles heute? Also, wow, 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 wow. Warte mal, ganz kurz, apropos. Wie teuer ist es nochmal, die Toilette eigentlich abzugraden? Das müssen wir gleich mal gucken. Wir supporten dich eben, haben ja vorhin gelernt, dass soziale Kontakte wichtig sind. Das stimmt, ja, das ist wahr. Ja, stimmt, ich habe hier noch was für die normalen Regale gekauft, ne? Hier ein bisschen. Auch nochmal eben auffüllen.
1,8K? Echt? 1,8? Ja, das wäre gut. Dann könnten wir uns jetzt mal das gönnen, dass wir unser Klo upgraden nach diesem Gesprächsthema. What's up? So. Hallo. Wer redet hier? Welcher geredet? Die Person war doch genau neben mir, hä? Jemand redet mit mir. Ach, Sera. Warte mal, warst du das? Nein. Das ist doch ein Kind. So, lass mal ganz kurz gucken, Chat. Also, Toilette. Ja, genau so. Upgraden. 1800. Ja, doch, das gönnen wir uns jetzt mal, oder? Oh, shit. Wie komme ich hier raus? Alter. Okay, das ist aber... Oha, was ist denn das für ein Upgrade? Oha, Junge, das ist so groß wie unser Hauptmarkt. Warum? Was? Okay, das ist ja heftig. Warum ist denn das so riesig? Okay, jetzt können wir aber eine... Jetzt können wir aber die Toiletten aufteilen, glaubt man mal. Wie ging das nochmal? Oh. Immer dieser Finger, der plötzlich rauskommt. Okay. Ja, hier fehlt natürlich sehr viel. Wir haben nur eine Toilette hier drin. Also jetzt können wir auf jeden Fall fett ausbauen, sage ich mal. Jetzt können wir definitiv sehr fett ausbauen. Da fehlt aber die Kloschüssel. Ja, nur eine haben wir. Wir haben gerade nur eine. Alle anderen sind zu teuer. Aber lass mal ganz kurz gucken, wie sieht denn das hier aus mit... So, Klosachen. Hier, WC. Also, was braucht man denn da? Ein nasses Bodenschild. Definitiv. Männliches Zeichen, weibliches Zeichen. Unisex. Ist doch eigentlich scheißegal. Wir machen einfach beide Unisex. Oder? Weil hat doch keinen Nachteil wahrscheinlich. Wir machen einfach Unisex, beide Seiten. So, dann brauchen wir zwei Seifenspender. Wir brauchen zwei Händetrockner. Wir brauchen Seife. Boah, was braucht man denn hier alles? Wir brauchen zwei Waschbecken. Wir brauchen eine weitere Toilette und Toilettenpapierspender. Klopapier haben wir noch. Papierhandtuch. Das brauchen wir auch noch. Und Klopapier brauchen wir generell auch noch. 1600. Okay, Chat, es wird Zeit. Jetzt wird fett das Klo geupgradet. Nach unserem Talk hier wird das jetzt sehr wichtig sein. Janine, einen wunderschönen guten Abend. Hey. Reicht doch, sie müssen sich halt ein... Ja, müssen sie sich halt genau. Müssen sie sich halt eben einfach um dieses Klo prügeln. Also ich sehe das genau wie du, Owen. Die soll man nicht so rumheulen. Da prügelt ihr euch eben einfach. Es ist wie Battle Royale dann. Der Stärkste gewinnt und darf dann aufs Klo gehen. Für jede Kabine eine. Ja, ich will jetzt aber nicht das ganze Geld sofort ausgeben dafür, weißt du? Machen wir aber noch. Saskia, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Ich glaube, die Sachen werden zum Lager geliefert. Hier. Last Toilet Standing. Hier wird schon wieder hart geschossen. Also. So, Unisex-Zeichen. Tada. Tada. Seht ihr das, Chat? Seht ihr das? Sehr cool. Was haben wir hier? Ein Händetrockner. Wichtig und richtig. Tada. Tada. Sehr edel. Und Waschbecken. Jetzt wird es sehr offiziell. So, also ihr braucht ein Waschbecken und ihr braucht ein Waschbecken. Nice. Destiny, einen wunderschönen guten Abend. Seifenspender. Edel. So, kommt genau dahin. Und dahin. Mhm. Sehr cool. Was haben wir hier noch? Ah, warte mal. Ich kann ja sowieso mehrere Sachen mitnehmen, ne? Ah, wobei... Ja, nee, ich habe ein bisschen Angst, ne? Die verbuggen ja manchmal. Nicht, dass ich die jetzt wieder, wie eben, die ganzen Sachen auflöse. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Also, wir machen hier einfach mal so ein frisch Gewischding rein. Geil. Das ist cool. Papierhandtücher. Die brauchen wir noch nicht. Wir müssen erstmal diese Dinger installieren. Klopapier. Packe ich auch mal dahin.
Seife, glaube ich, da kümmert sie sich drum. Toiletten. So, Toiletten bräuchten wir vielleicht auch noch. So, hier ist eine. Hier ist... Ja, hier bräuchten wir eine. Und dann stellen wir noch eine darüber. Wenn wir das Geld haben. Toilettenpapierspender. Das Ding brauchen wir. Zwei Stück. Zack. Und... Ah, da ist schon... Ach so. Warte mal, haben wir auf der anderen Seite zwei Klos? Nee. Ja, okay, dann sorgen wir einfach schon mal dafür, dass da... für die Zukunft schon mal. Okay, dann hätten wir das. Hier ist Müll. Also bräuchten wir ja auch einen Mülleimer drin wahrscheinlich. Hast du schon mal den Ranch Simulator angeschaut? Ja, habe ich. Ich habe den tatsächlich damals sehr gesuchtet sogar. Mit Domme zusammen. Boah, Chat! Was ist denn hier los um die Uhrzeit? Ace, Rotkäppchen, Claire, Melina war noch einkaufen. Warum sind die so viele? Guck mal, Sari hat gerade noch sich dahin gechillt. Silly ist da. Anna, Katze. Junge, hier geht's ja richtig ab. Destiny Cruise mit dem Tesla davon. Owen war auch nochmal eben Mitternachtssnacks einkaufen. Hier ist ja richtig was los. Geil, Mann. Sehr cool. So, dann schließen wir mal die Tanke. Wie sieht es eigentlich mittlerweile mit unseren Bewertungen aus? Die Dekorationen sind sehr schön, die PC-Preise sind zu hoch. Ja, ja, komm. Der Boden ist ziemlich schmutzig. Ja, manchmal, das stimmt. Die Anlage ist fantastisch. Marktpreise sind zu hoch. Glaube ich nicht. Ich wollte nur meine Hände trocknen. Warte mal, warte mal, warte mal. Egna kam nur an meine Tankstelle, um ihre Hände zu trocknen? Ich liebe die gesamte Anlage. Ich wünschte, es würde etwas dekoriert werden. Und Moon wollte auch nur seine Hände trocknen. Junge, wer geht denn an eine Tankstelle, um seine Hände zu trocknen? Was ist denn da los? Ich bin zwar definitiv seit 3,5 Stunden am Schlafen, da mein Wecker 5 Uhr klingelt, aber ich wollte nur mal kurz Hallo sagen. Zwerg, schlaf schön. Guck mal, Sammy kommt auch mal. Warte mal, ich hab doch die Tankstelle zugemacht. Junge, wie viele einfach noch von euch hier einkaufen kommen? Das gibt's ja nicht. Na, okay, dann machen wir nochmal eben eine Lieferung bei Sonama. Und ich würde sagen, also jetzt am nächsten Tag geben wir das Geld einfach mal nicht für Produkte aus. Aber es macht so Spaß, diesen Markt zu füllen. Deswegen kaufe ich die ganze Zeit Produkte. Das machen wir aber dann mal nicht. Und dann upgraden wir, glaube ich, einfach mal ein paar geile Sachen irgendwie. Habe ich irgendwie Bock drauf. Und wir haben ja jetzt sogar einfach 4 Cannabispflanzen. Das heißt also, wir bauen uns auch gerade nebenbei ein passives Einkommen auf. Kommt in die Gruppe. Kommt in die Gruppe, Chat. Ich sag's, wie es ist. Um ein passives Einkommen aufzubauen. Destiny, auch einfach mit den 2 Monaten. Dankeschön, Mann. Ich danke dir von ganzem Herzen, Destiny, für die 2 Monate. Ich hoffe, dass es dir gut geht, Mann. Dankeschön. Schneeballsystem. Ich danke dir von Herzen. Junge, irgendjemand hat schon wieder... Was ist denn falsch mit diesen Leuten? Warum schmeißen die meinen Schneemann runter? Der fällt doch nicht einfach so runter. Das kann doch nicht angehen. Irgendjemand schmeißt ihn jedes Mal mutwillig runter, Chat. Irgendjemand. Und dieser jemand muss gefasst werden. Darum sollte sich der Polizist mal kümmern. Scheiß mal auf unsere Drogen. Darum sollte der sich mal kümmern, der Sack. Ich fasse es nicht. Vielleicht die Kinder. Ja, die Kinder. Es sind aber die Kinder. Ich verlege gerade in meinem Supermarkt den Fußboden, den du so schrecklich fandest. Rosa Luftpolsterfolie-Optik. Alter. Und wie sieht's aus? Boah, den fand ich wirklich krass. Ich fand den sogar anstrengend, einfach anzugucken. Aber gönn dir auf jeden Fall. Ist der Ranch Simulator zu empfehlen? Aber ich denke mal, ja. Also der Ranch Simulator war super geil zu dem Zeitpunkt.
Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Also da kamen ja, ne, die haben das ja auf Unreal Engine 5 geupgradet und keine Ahnung was. Ich denke mal, hoffentlich ist er besser geworden noch. Aber zu dem Zeitpunkt damals habe ich den Ranch Simulator zu Tode generdet mit Domme. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Farm zu upgraden, sage ich mal, und da Fortschritte zu machen. Also das war schon ziemlich geil. Gibt's bestimmt auch bei Instant Gaming Destiny. Also hab ich gehört. Könnte es auch bei Instant Gaming geben. Vielleicht aber auch nicht, weiß es nicht. Ist jetzt auch wieder ein sehr spezielles Spiel. So, schön die Regale nochmal auffüllen und dann sollten wir vielleicht auch mal... Warte mal, wir waren jetzt einfach irgendwie 2 Tage oder so nicht bei unserer Frau und unseren Kindern, ne? Ob die mittlerweile schon tot sind? Ja, das gibt's, deswegen frage ich ja. Ach! Also du wolltest dir das über meinen Instant Gaming Link holen, oder was? Das ist aber, das ist sehr, sehr spendabel. Sage ich, wie es ist. Nee, aber das Spiel war wirklich toll. Also, ich meine, klar, man muss halt natürlich dieses Ranch-Szenario mögen. Aber es ist halt vor allem am Anfang geil, weil du halt so viele Fortschritte machst halt, ne? Also alleine Holz zu sägen und so macht einfach übel Spaß, weil du halt damit alles aufbaust und so. Und dann bekommst du halt irgendwann irgendwelche Tiere. Und man kann es ja sogar im Multiplayer zusammenspielen, also im Koop. Also es ist schon ziemlich geil gewesen zu dem Zeitpunkt damals, ja. Die Frau denkt bestimmt, du gehst ihr fremd, ja. Und wir sind einfach nur jeden Tag hart am Ackern und am Büffeln. So, Chat, Tag beendet. Einen würde ich sagen, machen wir noch, oder? Komm, einen machen wir noch. Wir haben zwar wieder 1.20 Uhr, aber egal. Stimmt, und du hast sogar Waffen. Also du kannst sogar jagen gehen und du kannst auch deine eigenen Tiere erschießen. Vielleicht ist es auch eine interessante Information für dich, weiß ja nicht. Ich habe jetzt 3 Kinder, ja. Just, hab einen schönen Abend. Und Xiaopaya? Dankeschön für dein Follow. Ich habe keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird, aber dankeschön. Safe nicht, aber die will wieder Kinder, wenn du so lange weg bist. Meinst du, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann will die Kinder mit mir haben wieder? Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Die denkt auch, ich bin irgendwie eine Babymaschine oder so. Ach guck mal, bei unseren Kids geht's eigentlich super. Den geht's doch super. Außer der eine hier, der ist ein bisschen nicht so glücklich. Der kriegt jetzt erstmal was zu futtern. Hier. Zack, bitteschön. Ja, die Frau ist auch nicht irgendwie so gut zu sprechen auf uns, ne? Da hilft ein Blümchen, oder Schätzelein? Wir waren zwei Tage nicht zu Hause, aber das geht schon. Ja, so macht man die Frau glücklich. Cassio, einen wunderschönen guten Abend. Zombie, hallo, hallo. Bei mir hat es vorhin für genau 2 Minuten geregnet, jetzt ist schon wieder vorbei. Das war ja ein kurzes Unterfangen. Das ist ja wie, wenn wir Kinder zeugen. Owen, das ist ja auch so ein kurzes Unterfangen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich meine, unsere Ma hat sowieso irgendwie einen Dachschaden, ne? Die lassen wir einfach mal. Gehen wir mal pennen. Wie sie danced, die ist komplett glücklich. Da war der Regen länger. Ich denke, dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist wohl wahr. Ronald Rüssel, du weißt Bescheid. Du hast ja zusehen müssen. Es ist so krank einfach, ne, wie du da am Rumpumpern bist, während deine Kinder einfach nebenbei herlaufen, einfach so zusehen. Weiß ich nicht. Ist schon irgendwie, ist ganz komisch, was hier so passiert. Ich wünsche auch einen schönen guten Abend. Dankeschön. So, wir cruisen jetzt, sofort zur Tankstelle. Ronald ist einfach traumatisiert. Hast du diese Kinder mal gesehen? Die sind sowas von traumatisiert. Wieso haben die anderen Kinder keinen Namen? Ich habe keine Ahnung, wie ich denen den Namen gegeben habe. Ich glaube, man musste die so glücklich machen mäßig und dann musste man, glaube ich, mit dem Hammer da drauf hauen. Warte, haben wir doch... Haben wir nicht, ne? Junge, ich habe jetzt jedes Mal Angst, wenn dieser Polizist aufkreuzt. Ich dachte gerade, die Drogen. Aber Chris kümmert sich darum, ne? Super gemacht, Chris. Ja, guckt euch das an. Die wachsen und gedeihen. Der kümmert sich da so super drum. Perfekt, Chat. Geil. Geil, geil, geil. Unser Nebeneinkommen. Super Sache.
Die haben einfach keinen Namen, diese Kinder. Chat, Ausrufezeichen, NPC, falls ihr bei der Tankstelle erscheinen wollt. Ich erwähne es nur einfach nochmal nebenbei. Elektrizität, Reifen aufpumpen. Stimmt, wir haben ja da hinten auch noch so eine Reifenaufpumpstation. Ne? Ah, hier kommen sie ja aus dem Walde, ne? Sari, wen haben wir hier noch? Emja, wen haben wir hier noch? Kommt denn hier angelaufen? Shadow einfach. Muss wahrscheinlich noch für die Eltern Kippen kaufen. Oh Mann. Dann werde ich mir den Simulator die nächsten Tage mal anschauen. Also erstmal Destiny, Dankeschön für den Support, Mann. Und ich hoffe, dass du sehr viel Spaß an dem Spiel hast. Ja, also ich drücke dir wirklich die Daumen. Auch nochmal da, Chat an der Stelle, ne? Weil, ja, oh mein Gott, schon wieder runtergefallen. Auch einfach nochmal da, einfach ein Dankeschön an euch alle. Für die ganzen Leute, die ja, sich generell auch mal bei was bei Instant Gaming geholt haben oder so. Also da wirklich ein Küsschen. Weil ich meine, nur wegen euch, schade, das geht nicht, ne? Nur wegen euch habe ich ja überhaupt diese Partnerschaft. Und ich bin dafür unfassbar dankbar. Ja, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Also Dankeschön auf jeden Fall auch an der Stelle. Ja, wir sind ja jetzt mittlerweile, glaube ich, im dritten oder vierten Monat oder so in der Partnerschaft. Und eigentlich war ja die Partnerschaft nur für 3 Monate. Aber wir sind jetzt, glaube ich, schon im 4. oder 5. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also wir sind jetzt schon komplett drüber. Weil, naja, sie einfach zufrieden waren mit meiner Arbeit und auch natürlich mit euch. Und das ist halt echt cool. Also da bin ich sehr, sehr dankbar für. So, jetzt haben wir 2.300 Dollar. Ich überlebe gerade. Ich überlege. Also, was könnten wir uns denn kaufen? Wir haben jetzt alles aufge... Ja, wir haben jetzt soweit eigentlich alle Regale aufgefüllt. Das ist schon mal sehr geil. Ja, wir könnten uns mal hier so diesen Waschsachen widmen, ne? Aber ich glaube, die sind ziemlich teuer zu... Uch. Das passiert einfach zu oft. 2.100. 1.800? 1.800. Das könnte man eigentlich mal machen, oder? Hier. Für den guten Oscar. Könnte man das eigentlich mal upgraden? Was passiert dann? Alter! Hat die ein Koks-Paket in der Hand? Oder ist das ein Schwamm? Das sieht aus wie so ein Drogenpäckchen von uns. Okay, cool. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringt. Aber das sieht schon geil aus. Verkaufst du das Cannabis eigentlich schon? Ja, aber also wir haben das schon verkauft. Wir sind gerade noch im Aufbau von neuem Cannabis. Sind wir noch Twitch-Partner? Ja. Also das bleiben wir auch hoffentlich, solange ich keinen Scheiße baue. Also wenn ich irgendwann mal, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie gecancelt werde, weil ich irgendeinen Scheiß gebaut habe oder irgendwas Böses gesagt habe, dann nicht mehr. Aber jetzt gerade sieht es ganz gut aus. Scheiße, wir brauchen schon wieder neues Eis, ne? Eigentlich wollte ich nicht nachbestellen, aber wir brauchen immer Eis. Eis ist wirklich unser Kassenschlager. What's up? So geht Werbung für Drogen. Oh Mann. Wenigstens Instant Gaming ist mit mir zufrieden. Owen, Mann. Eis ist Leben. Eis ist Leben. Blue, einen wunderschönen guten Abend. Alter, was... Warte mal, Ace, was... Junge, wie dein Hintern sich aber auch bewegt, ne? Der hat ja so eine richtige Animation. Okay. Ist das bei jedem Hintern so? Good morning. Der wackelt ja. Der wackelt ja. Guck mal, der wackelt richtig. Faszinierend. Faszinierend. Hallo, guck doch nicht den Kunden auf den Po. Hä, warum nicht? Nur gucken, nicht anfassen. Der war teuer, der Arsch. Wie viel hast du hingelegt? Du warst nicht zufällig bei Juan und Rodrigo in der Schönheits-OP-Salon-Gedönse da? Die haben das nämlich revolutioniert. Die haben da ein Drive-In. Juan und Rodrigo können da nämlich immer mal eben die Botox-Lippen auffüllen lassen. Josh geiert auf seine Kunden. Nee, das tue ich nicht. Ich gucke einfach nur ihren Hintern an. Aber, also haben will ich ihn jetzt nicht. Nur gucken. So, wie sieht's hier aus? What's up? Scheiße, die Kühlschränke sind auch schon wieder... Die Kühlschränke gehen auch schon wieder leer. Geil. Geil, geil, geil. Mm.
Die machen das sehr professionell. Ich war auch mal kurz dort. Warte mal, warte mal. Du warst in dem Schönheitssalon, in dem Drive-In, wo Juan und Rodrigo und so auch sind? Ich war beim Reifen aufpumpen und habe beide Arschbacken mitmachen lassen. Wie random. Okay. Wie random. Also wir haben ja sogar da vorne so eine Station, ne? Um Reifen aufzupumpen. Ja, warum nicht, ne? Kann man ja auch mal machen. Darf ich fragen, warum der Name Black Pommes? Magst du Verbrannte lieber? Also tatsächlich ist es einfach nur mein Gamer-Name seit irgendwie 13 Jahren oder so. Aber es gibt tatsächlich in Berlin Läden, wo man schwarze Pommes kaufen kann. Gibt's tatsächlich. Oh, Mashallah. Oh, okay, cool. Das ist ja auf jeden Fall auch schon mal ein kleines Upgrade. Finde ich gut. Das finde ich nicht gut. Chat, guckt euch mal unsere wunderschöne Raststätte an. Wie sie immer größer wird. Das ist so geil, das so zu sehen, wie sich so alles einfach immer weiterentwickelt. Ich finde das so geil in dem Spiel. Sehr interessant schon mal probiert. Habe ich nicht probiert. Das hatte mir vor vielen Jahren meine Zuschauerin hatte mir das geschickt gehabt auf Snapchat irgendwie oder so war das damals. Oder war das Instagram? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie mir ein Video geschickt, dass man die da einfach kaufen kann. Übertrieben interessant. Luis, schlaf gut. Pass auf dich auf. Ja, ich wollte sie kennenlernen. Ihre Lippen sind ja legendär. Die musste ich sehen. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Good morning. Good morning. So, wie teuer ist das eigentlich? Ah, das kann ich nicht sehen, ne? Ich kann das, glaube ich, nur sehen, wenn die Autos weg sind. Scheiße. Ich hätte gerne mal gesehen, wie teuer das ist, diese Dinger zu upgraden hier. Okay, also dieses ganze Zapfsäulen-Ding kostet 4000. Das ist schon ordentlich. Vielleicht kümmern wir uns einfach nochmal eben so ein bisschen um die Toiletten. Also hier fehlt ja... Ja, wir brauchen einen Mülleimer. Ja, wir brauchen definitiv zwei Mülleimer und mehr Toiletten, würde ich sagen. Also, Toiletten, würde ich sagen, holen wir einfach mal komplett max out. Und stimmt, wir brauchen ja dann auch noch Toilettenpapierhalter. 3 Stück. Vielleicht noch ein bisschen Klopapier nachkaufen. Seifenspender. Vielleicht noch Seifenspender. Ich weiß jetzt nicht, was da halt so wirklich wichtig ist irgendwie. Ich habe auch keine Ahnung, also bringt uns das wirklich etwas, das zu upgraden? Wahrscheinlich nicht, ne? Müssen die denn so ranzig aussehen? Ja, ich glaube, dass die mit der Zeit halt einfach immer besser werden halt, ne? Ich weiß auch nicht, vielleicht kann man ja sogar da drin den Boden verändern. Yoshi, was hast du da getan? Was habe ich getan? Ja, hier muss auf jeden Fall noch so ein paar Toilettendinger rein. Ach du Scheiße, Junge. Ja, da kommst du sofort angelaufen. Da kommt sie sofort angelaufen. Und Mülleimer. Müll? Mülleimer. Ja, Mann, die brauchen wir unbedingt. Ich hole einfach mal sofort mehrere. Ich bezahle dir demnächst Therapie. Du bezahlst mir Therapie, das ist ja nett von dir, dankeschön. Oh. Und jetzt? Alter, Blue und der Lieferant sind einfach zusammengekracht. Ah, guck mal, Kaffee ist auch da. Silly? Was? Hä? Unfall an der Tankstelle. Was ist denn hier los? Alter. Einfach Crash Derby. So, also wir brauchen definitiv hier einen Mülleimer. Und hier einen Mülleimer.
Und ja, hier wird eigentlich auch immer sehr viel Müll hingeschmissen, ne? Oder? Ja, hier würde ich sagen, platzieren wir noch einen. Und hier hinten. Sehr schön. Alter, mit wie vielen E-Autos hier einfach chillt. Und vor allem, wie ihr einfach immer diese Cybertrucks habt. So, Klopapier. Klopapier brauche ich jetzt nicht. Seifenspender, die muss ich noch platzieren. Es ist sehr heiß. Oh, warte mal, müssen wir auch noch hier Klimaanlagen reinmachen, oder was? Sind im Automaten eigentlich noch Teddys? Bestimmt nicht mehr. Also bestimmt nicht mehr. Wir waren so lange jetzt nicht mehr da gucken. Toilettenpapierspender brauchen wir noch. Und ich glaube ja sogar, wir hatten uns genügend Toiletten geholt. So, dass jetzt überall Toiletten sind dann jetzt mittlerweile. Die platzieren wir jetzt auch noch. Und dann haben wir das schon mal alles fertig soweit. Ach nein, das sind jetzt wieder diese Crack-Toiletten, ne? Boah, Junge, die sehen so ranzig aus. Das ist so schlimm, ne? Alter, die sehen so ranzig aus, ne? Junge, Junge, Junge. Also, dass da ein Nexus über dem Klo schwebt, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Deswegen ist es schon mal ein bisschen besser. So ist wenigstens schon mal ein bisschen besser. So, Papierhandtücher lässt sie einfach da liegen, das ist okay. Und hier auch einfach Klopapier. Ich hoffe halt, dass sie das verwendet, wenn das da liegt, aber ich schätze mal schon, ne? Okay, sehr gut, dann hätten wir schon mal das. Aber besser wie auf der Raststätte an der Autobahn. Katastrophe. Also so schlimm, ne? Raststätte ist wirklich Endlevel. So, wir brauchen Süßigkeiten und Teddys, ne? Also die Teddys sind bestimmt leer. Müssen eigentlich leer sein. Melina, schlaf gut. Ja, okay, das war klar. Da können wir auch nochmal fett nachbestellen. Warte mal, wie sieht's eigentlich... Okay, das kostet auch 300. Ach, einen Mülleimer kann man auch upgraden. Okay, die kann man nicht mehr upgraden. Faszinierend. Warte mal, wie sieht das aus? Hä, wie krass? Das wusste ich gar nicht. Also, dass man sogar die upgraden kann, das ist ja voll cool. Das, boah, da wird er erstmal richtig reingedriftet. Nice. Kann man den Boden ändern? Nee. Der verändert sich, glaube ich, einfach, indem man das upgradet, schätze ich mal. So, hier ist noch ein bisschen Eis, kann man noch reintun. Im Grunde kannst du alles upgraden. Ja, das ist schon geil. Also für ein paar Sachen würde ich mir noch höhere Stufen wünschen. Aber weiß nicht, ne? Vielleicht kommt ja sowas eines Tages dann irgendwie im Pumping Simulator 3 oder in einem Update oder so. Ich fände es zum Beispiel halt cool, die hier noch höher upgraden zu können, aber das geht glaube ich nicht mehr, ne? Nee. Also das fände ich halt übel nice. Hast du einen Streaming-Plan oder kommst du live, wenn es passt? Also normalerweise eigentlich einfach, wenn es passt. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so das gängigste Modell auf meinem Kanal, ja. Aber oftmals, also fast jeden Abend, so um, ich sag mal so 23 Uhr zurzeit. Ich versuche auch früher, aber zurzeit ist eher so 23 Uhr, würde ich sagen. Hat die gerade geflüstert? Oh, 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 oh. Das ist teuer. Scheiße. Und der Tag ist gleich zu Ende. Das heißt, auch unsere ganzen Mitarbeiter werden abgebucht. Scheißendreck. Ja, wir haben halt jetzt sehr viel Geld auch ausgegeben generell, ne? Ja, okay, da war noch viel Geld drin. Wir haben aber auch sehr viel Geld ausgegeben jetzt für diese Toiletten hier. Wir haben so viel Scheiß dafür bezahlt. Ich meine, das ist ja schon mal cool,
Also ich denke mal, dass das wahrscheinlich einfach... Ich weiß nicht, ob das mehr Geld bringt. Bringt es überhaupt Geld? Bestimmt einfach nur mehr Ansehen, ne? Cool, das passt ja. Fügt sich mit meinen Schlafproblemen. Also da kann ich dir sagen, ich glaube, da geht es den meisten Menschen in meinem Stream auch so mittlerweile, dass die hier auch noch irgendwie gefühlt um 2 Uhr morgens mit mir chillen. Es liegt aber auch an der Hitze, glaube ich. Also viele, glaube ich, können auch einfach nicht schlafen wegen dieser Hitze gerade. Ach ja, wir könnten auch mal diese... Okay, in 2 Tagen kommt eine Rechnung, das ist interessant, sehr gut. Wir könnten auch mal hier so ein paar Upgrades machen. Aber ich glaube, warte mal, ich upgrade eher uns, Spieler-Upgrades. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, ist cool. Kameraqualität. Erhöht die Bildqualität der Kamera um 15% pro Stufe. Ich habe keine Ahnung, was für eine Kamera. Wir haben eine Kamera? Was? Nee, wir und Schlafprobleme? Wie kommst du denn darauf? Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Verhandlungsfähigkeiten, der Betrag, den sie beim Verhandeln überzeugen können, bringt ihnen pro Level 5%. Überwachungskamera. Achso, meint ihr, echt jetzt, aber... Echt jetzt? Meint ihr, damit verbessert man die Kameraqualität der... Hä, das ist doch voll unnütz, oder? Naja, ich könnte sagen, was du mit der Kamera machst, nur wenn du willst. Das hört sich ja, du sagst das gerade so, als wäre das der übelste Spoiler. Dann vielleicht besser noch nicht, oder? Oder was sagst du, Shadow? Weiß ja jetzt nicht genau. Zusätzliches Tragen ist cool. Autohändler, Experte. Reduziert den vom Werkzeug erlittenen Schaden um 25%. Ist auch cool, ist auch billig. Drogendealer. Ihr Einkommen aus Drogen erhöht sich pro Level um 20%. Mit Kusshand. Mit Kusshand nehme ich dieses Upgrade entgegen. Mit Kusshand. Vor allem, wenn unser Weed bald fertig ist. Sehr schön. Wie geht's eigentlich unseren Pflänzchen? Mal ganz kurz gucken. Ist die Kamera auf dem Klo, falls ich mal wieder muss, Bro? Erstmal Kameras auf dem Klo installieren, nice. Okay, Wachstumsrate, die ist schon wieder bei 70% einfach, die eine hier. Wie geil. Ey, sollen wir uns noch mehr kaufen? Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie einen Nachteil hat, wenn wir so viele haben. Aber sollen wir uns noch mal 2 kaufen einfach? Jetzt wird Geld gemacht. Jetzt wird richtig fett Geld gemacht. Ach guck mal, es gibt ja auch einen Herd und eine Lampe, aber das ist alles, glaube ich, für zu Hause. Die Zitronenpresse, glaube ich, ist interessant. Wobei, glaube ich, unser Kollege das machen kann. Wir können aber auch mal Zitronenbäume kaufen, ne? Weil da kümmert der sich ja auch dann drum, ne? Guck mal, sollen wir einfach mal 2 Zitronenbäumchen holen, einfach so zum Testen? Und dann holen wir auch noch 2 Cannabispflanzen. Ich habe vorhin gar nicht darauf geachtet, verdienen wir mit unseren Drogen mehr als die vom Dealer? Also man kann skillen, dass du mehr verdienst. Auf jeden Fall. Ja komm, mehr Gras macht mehr Geld. Ja, aber ja, das stimmt. Aber wir müssen auch mehr darauf achten dann, ne, dass die Polizei uns nicht erwischt. Also man kann Limonade dann aus den Zitronen machen, oder? Zitronenbäume plus Presse, die brauchst du. Ja, also wenn ich die Zitronenbäume habe und die, diese Presse, dann kann ich daraus Limonade machen, oder? Okay, komm, ich kaufe einfach mal für uns, Chat. Machen wir einen Zitronenstand auf. Hm, kann man doch upgraden, das Gewächshaus, ob es dann schneller wächst? Ob man die Pflanzen vielleicht upgraden kann? Warte mal. Kann man... Nee, kann man nicht. Okay, kann man nur abreißen. Und das Haus kann man auch nicht upgraden. Kann man die Klima upgraden? Nee, Klima kann man auch nicht upgraden. Das müssen wir gleich noch nachbestellen. So, Chat, dann würde ich sagen, pflanzen wir die auch nochmal eben an, dann verabschiede ich mich für heute. Da haben wir auch heute echt noch ein bisschen gestreamt. Ne? Guck mal, da haben wir 20 vor 2. Wir haben heute, also abends hatten wir ja schon mal gestreamt gehabt.
Da habe ich auf jeden Fall zwei VODs, die ich morgen dann in Angriff nehme für den YouTube-Kanal. Damit ich die da natürlich auch wieder schön hochladen kann. Du bräuchtest die Presse für die Zitronen. Die habe ich, glaube ich, gerade gekauft noch. Also die müsste ich jetzt eigentlich gekauft haben gerade. Oder habe ich das vergessen? Ne, hier ist die Zitronenpresse. Ja, und was macht man? Also, ich muss die jetzt irgendwo platzieren. Hello. Hello. Du brauchst Zitronen, 4 Stück. Ich meine, der Gärtner, glaube ich, kann das aber auch machen, oder? Oha, die kommen hier hin. Wie cool ist das denn? Oh, das ist ja geil. Chat, wenn die dann wachsen, also ich hoffe mal, die wachsen, dann haben wir ja hier richtig, eine richtige Baumfarm. Heute haben wir viel verbessert. Ey, wir haben heute so viel Fortschritt gemacht, das ist krass. Also wir haben in dem letzten VOD, also in der letzten Aufnahme, im letzten Stream haben wir voll den Fortschritt gemacht und jetzt auch wieder um die Uhrzeit. Also richtig geil. Und wir haben noch mehr Cannabispflanzen. Saskia, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Yo, 6-mal Werbung, danke Twitch. Ey, ich bin dir ganz ehrlich, das liegt nicht an Twitch, sondern das liegt an mir. Weil ich ein asozialer Streamer bin, liegt es an mir. Ja, das liegt nicht an Twitch. Ich bin einfach ein ganz frecher Streamer, der Werbung schaltet, weil er damit Geld verdient. Ist das verwerflich? Es tut mir leid. Okay, Chat, ich würde sagen... Ach komm, die Kühlschränke füllen wir noch auf und dann verkrümel ich mich. Ich speichere mal ganz kurz. Speichern als. Speichern einfach. Kann nicht leer sein. Okay, Tag 31 sind wir ja schon. Tag 31, speichern. Und dann bestellen wir nochmal eben ein paar Kühlsachen nach. Also Markt und dann, was können wir denn gebrauchen? Ey, wir können halt auch Zitronen kaufen, ne? Aber ist ja unnötig, dann werden wir Bäumchen haben dafür. Also Sandwiches und Nudeln und Wasser und Bier und Butter. Ja komm, holen wir auch nochmal ein paar andere Sachen. Limonade ist cool, Schokoladenmilch ist geil, Proteinmilch ist auch cool, Erdbeermilch. Okay, dann haben wir auf jeden Fall das auch. Und jetzt sind wir arm. Jetzt haben wir... Chris? Was? Oh mein Gott, warte mal. Weil der die Zitronenpresse benutzen will? Junge, dann stelle ich dem die Zitronenpresse da hinten hin. Der... Was macht denn Chris da? Warte mal, dann stelle ich dem die einfach hier hin. Falls der die da benutzen kann. Sonst steht er mit der die ganze Zeit auf der Kasse drauf. Wir müssen ihm einfach mal einen Tisch kaufen. Ich glaube, man kann ja Tische kaufen. Aber guck mal, hier ist jetzt einfach Limonade. Und die können wir jetzt verkaufen. Oh, wie cool. Oha, Chat. Jetzt stellen wir sogar unsere eigene Limonade her, oder was? Wie cool ist das denn? Oder war das jetzt einfach random, dass das da stand? Aber woher hat er die Zitronen gehabt? Oder hatte ich die irgendwo? Warte mal, guck mal, was macht er jetzt hier? Guck mal. Ah, der nimmt jetzt die Zitronen? Die sind übrigens abgelaufen, die Zitronen, glaube ich, weil die stinken so. Und jetzt erstellt Chris einfach Limonade. Hey, wie cool. Voll süß. Der hat doch extra einen Zitronenverkaufsstand hinter den Bäumen. Hinter den Bäumen? Der hat extra einen Verkaufsstand hinter den Bäumen? Ist das hier? What the fuck, Junge, das habe ich noch nie gesehen. What the...
Das ist mir noch nie aufgefallen. Wir haben einfach einen Limonadenstand. Hä, wie cool ist das denn? Warte mal, kann ich dem jetzt dieses Limonadending da draufstellen? Hä, wie cool. Okay. Und jetzt sind hier, drücke F zum Tanken. Scheiße, ich habe irgendwo eben ein Glas hingeschmissen. Das liegt jetzt hier irgendwo unten, glaube ich. E drücken zum Verwenden. Du hast keine Produkte. Hä, wie geil ist das denn? Und das kann ich da reinlagern? Limonade. Wie lustig. Können wir da Drogen verkaufen? Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben jetzt einfach einen Mini-Limonadenstand. Ich frage mich gerade, ob Chris das da auch verkaufen kann oder ob wir da eine Verkäuferin einstellen müssen. Die Gläser sind beim nächsten Restart dabei. Okay, das ist gut. Das ist schon gut zu wissen auf jeden Fall. Also das Spiel überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Ne? Jetzt haben wir einfach einen Limonadenstand. Ist das nicht süß? Geil, Mann. Okay, wir haben keine Kohle mehr. Dann schließe ich mal den Laden ab. Du bleibst da. Schläfst du da drin? Okay, dich lassen wir einfach da. Möchtest du einen Tipp, wie du deine Drogen loswirst? Also was heißt Tipp? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die verkaufen kann in Kühlschränken. Und ich glaube, es gibt einen Piloten, um Drogen zu verkaufen. Also vermute ich, weil da stand irgendwas mit, es gibt einen Pilot. Und das denke ich jetzt mal, dass der für Drogen zuständig ist. Oder? Oder meinst du, man kann jetzt irgendwo hingehen und dort seine Drogen verkaufen? Chris sieht aber irgendwie nicht aus, als würde er der Limonade verkaufen. Wäre schon hart lustig, wenn er da morgen steht und ist ja am Limonade verkaufen. Nee, der Polizist ist für die VIP, der Pilot ist für die VIP-Kunden. Oh ja, der lässt einfach unsere Kunden einfliegen. Pilot war richtig, aber du machst dafür ja noch was, du musst dafür noch was machen. Der Pilot kommt ja nicht einfach vorbei. Nee, den muss man einstellen wahrscheinlich, oder? Und wahrscheinlich muss man irgendwie, weiß nicht, Mann. Ich traue dem Spiel alles zu. Muss man vielleicht irgendwie einen Airstrip aufbauen oder so ein Shit? Vielleicht? Chris erinnert mich an den Dude aus Lake, an Papa Bear. Ja, der sieht aus wie Papa Bear aus Road 96. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Such den Flugplatz. Ah ne, das ist Café. Muss der nicht hier irgendwo drauf sein? Alter, dieser Nightclub, ne? Ist, hier, da ist der Flughafen, ne? Anscheinend. Dieser Nachtclub ist wirklich holy shit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Pass auf dich auf, ein Küsschen geht raus. Schlaf auf jeden Fall gut. Chat, hier würde ich sagen, unser nächstes Ziel. Der Club war sehr enttäuschend, aber da können wir uns irgendwann noch einen Lapdance abholen. Das müssen wir irgendwann noch ausprobieren. Chat, ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal spielen, geht's zum Flughafen. Und dann gucken wir uns mal den Flughafen an. Ob wir da nicht vielleicht ein paar Investitionen tätigen können, um vielleicht dann irgendwann ja, jemanden zu haben, der unsere Drogen wegfliegt mit dem Flugzeug. Unser anderes Business halt eben, ne? Das ist schon krass, wo wir mittlerweile schon so stehen. So, Tag 31, Nummer 2. Ich mache immer gerne mehrere Saves. Und ich würde sagen, Chat, wir verabschieden uns. Das hat sehr viel Spaß gemacht. So, Spiel beenden. Und tada! Es war ein sehr, sehr schöner Stream. Heute haben wir uns wieder sehr lang gesehen, ne? Da habe ich heute einfach wieder zweimal gestreamt. Auch hier natürlich an meine YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und wie gesagt, das nächste Mal werden wir uns dann wahrscheinlich im Flughafen angucken. Ich würde sagen, wir haben wirklich richtig krass viel Fortschritt gemacht heute und war wirklich sehr, sehr geil. Schön, dass wir auch hier wieder zusammen ein bisschen reinnerden konnten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dankeschön, YouTube. Und ein Küsschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.